Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Dead Money. Und wir haben nicht viel, außer diese Kamera, das Holoware, ein Atemgerät, ein Halsband, was ihr nicht ablegen könnt, ist ein Overwall. Ein Atemgerät noch alternativ? Ja. Hier haben wir nichts. Camp Guardian, die ganzen Sachen, die uns nichts bringen. Munition, ja. Ein Holo-Gewehr. Das macht nicht so viel Schaden. Und warum habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Wir brauchen nämlich diese ganzen Chips, weiß ich. Ein Pick-Ass Sierra Madre. Aha. Und so, wir kriegen durchgehend Schaden durch die Wolke. Hier ist man gar nichts. Aufgabe, Hals 8 finden. Finden Sie Doc im Zeitrevier der Villa. Aua. So, was haben wir hier? Verkaufsautomat. Ich habe 22 Chips, so. Und mit diesen Dingern kann ich mich nämlich heilen, wahrscheinlich, ne? Hier. Zuckerbomben. 4 Stück. Dann haben wir nämlich ein bisschen was, wo wir jetzt mit heilen können. Draußen wird einem ganz schlecht. Das ist die Wolke. Frisst einen von innen auf. Ganz langsam. Wenn du hier zu lange ausgesetzt bist, gehst du drauf. Ja, das merke ich die ganze Zeit. Ich kriege nämlich ein bisschen Schaden immer. Und ich sammle hier im Gegensatz zu... Bevor du durch das Tor zum Puesto del Sol gehst, rufe erst die anderen zusammen. Sammle ich nämlich alles eigentlich auf, außer Bösen. Das war der Hammer. Weil ich weiß ja nicht... Okay... Wolkenrückstände. Okay, okay, okay. 3, 2, 1, go! Nee, er kann alles gebrauchen. Alter, kriegen wir dadurch 4 Schaden. So, Hilfsmittel. Wodka macht nur Durst. Charakter plus, Stärke plus, 7, also 14. Eieiei. Okay, erste Hilfekästen. Hey, schmutziges Wasser. Besser als gar nichts. Ein Chip, scheiße. 25 von 500, das ist ja fast viel. So, und hier sind auch die Fallen, von denen ich gehört habe. Hier soll ich ja noch nicht durch. Verdammt. Junkfood. Nice. Und ich muss anscheinend überall auf irgendwelche Fallen achten, die die Leute hinterlassen haben. Was ganz Schlechtes. Okay, lösen noch mehr Kalibermunition. Noch haben wir allerdings keine Gegner. Ein Gewehrschrank, Laserpistole. Heieiei. Das ist schon mal prinzipiell nicht schlecht. Was haben wir denn da? Zum Glück haben wir sehr viele Skills, die uns natürlich prinzipiell erstmal weiterhelfen. Weil wir haben halt nichts, ne, hier. Mit nichts meine ich halt echt nichts. Deswegen können wir alles gebrauchen. Wir müssen wahrscheinlich sogar Crafting betreiben. Ein Speer. Scheiße. Aber wenigstens sind hier über... Vorsicht vor den Bewohnern der Villa. Sie sind nur schwer auszuschalten. Außer man haut sie in Stücke. Jag sie hoch oder desintegrier sie. Das scheinen diese Bewohner der Villa zu sein. Scheiße, wir haben nicht... Kacke. Nicht viel in Laserwaffen.
Okay. Wow. Alter. Geisterernter. Und ich glaube, habe ich das richtig gesehen? Man muss denen, glaube ich, nämlich die Köpfe wegschießen, damit die tot sind. Und das, ist hart. Alter. Wow. Huch. Nein. Hier ist ein Terminal. Hologramm aktivieren. Was haben wir davon? Wenn ich das aktiviere? Gar nichts. Außer wahrscheinlich Deko. Okay. Also es ist ein komplett neues Kapitel für mich. Hier. Und Alter. Das ist mal sehr interessant. Das von dieser Seite quasi zu sehen. Oh, da ist wieder die Wolke. Go! Instapüree. Und hoch. Okay, ist hier irgendwas? Eine akustische Gitarre, ja. Ein Buch, aber sonst ist hier nichts. Das lohnt sich nicht. Also. Okay, das haben wir. Ich brauche dringend irgendwas, was mich heilt. Ein Stimpack. Ja, ja, stimmt. Okay. Hier ist so viel kaputt und ich weiß nicht, was ich mit diesen Rückständen machen kann. Radioaktivität, ja klar, aber... Permanenter Schaden, das ist echt kacke. Und hiermit können wir uns wenigstens, die sind ja dann doch relativ zahlreich vorhanden. Schön, dass die da so viel reingeworfen haben. Sehr schön. Okay, da ist das Polizeirevier anscheinend, so wie es aussieht. Gehen wir da mal rein. Lautsprecher-Funkgeräte stören das Signal für die Halsbänder und können so zur Detonation führen. Verfrüht. Ein unglücklicher Nebeneffekt, den ich nicht erwartet hatte. Ich konnte die Halsbänder nicht neu kalibrieren. Du musst also so zurechtkommen. Okay. Also durchsuchen den Keller des Polizeireviers nach einem Weg, Doc aus seiner Zelle zu befreien. Oh, ruhig. Code für ruhige Hand. Weiß ich nicht, werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Hörst du zu? Gut. Denn ab jetzt gilt, wenn ich rede. Echt so. Sein eingeschränkt nutzbarer Ausgabecode zur Verwendung am Verkaufsautomaten. Nicht zuhören. Doc aus Käfig drauf. Okay. Hier ist noch ein Experience. Okay. Rangefinder, das passt doch auch am ehesten. Ja. So, Schmuggelware, Verschließungsregelung, verbotene Gegenstände. Es wird schwer werden, Sinclairs Verbotsliste durchzusetzen. Das habe ich ja ihm auch gesagt. Er behauptet, er würde ein automatisches System erschaffen, das alles konfisziert, was auch nur Spuren von Radioaktivität aufweist oder fremdartig ist. Das wird dann direkt an die Adresse des jeweiligen Besuchers zurückgeschickt. Fragte ihn nach den Gegenständen, die bereits in der Villa sind. Die Bauarbeiter habe ich nicht erwähnt. Aber er winkte nur ab. Natürlich. Gleich nachdem Sinclair seine Verbotsansprache gehalten hatte, kam sein Kumpel vorbei, um zu fragen, wie unnachgiebig wir sein würden. Er meinte, er könne meine weitere Versorgung nicht garantieren, wenn ich seine Freunde nicht mit demselben Respekt behandeln würde. Scheißkerl. Sicherheitssysteminstallation. Sinclair hat ein neues Sicherheitssystem für Gäste, die Villa betreten oder verlassen installiert. Es scheint ihnen recht egal zu sein, was sie dort drin treiben, solange wir alle persönlichen Gegenstände beschlagnahmen, die gefährlich oder fremdartig sein könnten. Und solange wir genau wissen, wer kommt und geht. Frage ihn nochmal, ob wir die Bauarbeiter überwachen sollten. Er meinte, das sei Sache der Villa. Toll, das heißt, der Scheißkerl hat das Sagen. Solange es keine weiteren Unfälle bei den Bauarbeiten gibt, war das seine einzige Sorge. Konnte gerade noch meinen Flachmann unter dem Schreibtisch verstecken, bevor er auftauchte. Er schaut immer so missbilligend rein, wenn er das harte Zeug sieht. So, Achso, das war alles.
hier? Automatisches Gewehr, nice. Mantet, sehr schön. Buffout, super Stimpacks. Ein Schlagring. Ein Code für 357 Patronen. Uiuiui. Splittergranaten. Gotch. Medex. Okay. Sehr schön. Wir haben ein automatisches Gewehr, was nice ist. Und wir haben jetzt schon Messerspeer. Okay. So, wir haben Wurfmesser. Wir haben Schlagring. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Sachen ohne Munition. Wir haben auch ein automatisches Gewehr. Wir haben schon mindestens ein bisschen was. So, was haben wir hier? Ein Terminal. Besuch von Sinclair. Sinclair drehte sich heute wieder seine Runden. Zum Glück hat er seine Geisterbegleiter im Casino gelassen. Ich frage mich, wozu er uns überhaupt braucht. Diese wandelnden Lichtshows könnten uns doch im Handumdrehen ausschalten. Ansonsten hält Sinclair also eine strenge Linie in dem Laden. Eine gute Sache in der heutigen Zeit. Weiß nicht, wie klug es ist, dass er sich einen Zufluchtsort von allen da draußen baut. Aber die reichen Kerle können es sich ja leisten. Sogar wenn sie so hart getroffen werden wie Sinclair. Verwahrungszelle. Nicht viel zu berichten. Ziemlich ruhig heute Abend. Sogar in Puesta del Sol. Kann mir vorstellen, dass Morris im Casino oben alle Hände voll zu tun hat mit den Gästen, die heute Abend ankommen. Das arme Schwein. Hab die Funkgeräte so eingestellt, dass ich die Gala-Veranstaltung mitverfolgen kann, wenn sie anfängt. Und hab auch den Gefangenen eins dagelassen. Wenn Sinclair möchte, dass wir heute Abend nicht zu streng mit den Gästen sind, werde ich ihnen vielleicht einfach den Schlüssel in die Zelle werfen. Dann können sie sich selbst befreien, wenn sie aus ihrem Haus ausgeschlafen haben. Kommunikation. Hab den Funkraum unten so eingerichtet, dass alles über die Lautsprecher gesendet wird. Ich will die Vorstellung heute Abend nicht verpassen. Der Empfänger unten ist stärker als die Funkgeräte, die wir hier oben haben. Hab da unten ein paar Vorräte aus der Asservatenkammer eingelagert. Wenn meine Schicht zu Ende ist, wird gefeiert. So wie ich das sehe, werden die anderen Wachen zu beschäftigt sein, um mich zu belästigen. Okay, am Schreibtisch sind auch noch Sachen. Sehr schön. Polizeipistole, etc. Wir können alles gebrauchen. So, Sierra Madre Chips. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen, glaube ich, diese Funkgeräte finden. Kann das sein? Ah, okay. Habe ich recht gehabt. Elektrische Heizplatte, Geisterblick. Was ist das denn? Okay. Machen wir mal, ne? Ich weiß nicht, was das bringt. Der Doc in den Käfig. Ich versteckt sich unten. Sierra Madre Helm. Der wahre Polizeialltag. Erstmal nehme ich alles mit, wie bei Fallout 4, quasi. Rüstung können wir auch machen. Ja. Nee. Dann so. Dann haben wir hier sogar noch richtige Ausrüstung. Erste-Hilfe-Kästen. Klar, ist schmutziges Wasser, aber besser als nix. Sehr leicht. Hier will ich eigentlich noch nicht hin, glaube ich. Weil eine schwere Kiste. Aber wir müssen eigentlich unbedingt an die Sachen ran. Ich habe nur eine Haarklammer? Alter, das ist nicht gut. Fällt mir gerade mal so auf. So, ich wette, ich muss, ja, scheiße, das braucht einen Schlüssel. Ich muss noch einiges sogar wegwerfen. Obwohl ich ein gutes Inventar habe. Hilfsmittel. Ausdauerstärke? Nee. Kritische Treffer, das ist nur für Hunger hauptsächlich eigentlich. Instapüree, Junkfood. Hand, schmutziges Wasser, noch bin ich nicht durstig. Erstmal hole ich mir diese Eier rein. Ah, das ist das Radio. Ah, ich verstehe. Okay. Der ist leer. Erstmal bleiben wir auf dem Stockwerk, würde ich sagen. Und repariere nochmal meine Brille.
Also mein Helm mit der Brille, so wollte ich eigentlich sagen. Okay, was haben die hier? Können im Bett schlafen und Wodka. Oh, da ist wieder eine Zellentür. Die haben nur eine Haarklammer. Wir brauchen unbedingt Haarklammern. Das ist sehr wichtig. Ila Fantoma. Ein Fernglas, das wird auch nicht unnötig sein. Aktenschränke, Briefbeschwerer verkauft. Waffenreparatursatz. Das ist nice. Absinth, noch mehr Alkohol. Ja, weiße Ernüchterungszellen, aber Alkohol reinstellen. Top. Okay. Keller des Polizeireviers. Hier kriegen ich wusste, dass sie kommen würden. Runter zu meinem Käfig. Vielleicht haben sie die Buchstaben gesehen, die ich in die Wände der Villa geritzt habe. Noch etwas weiter. Folgen sie meiner Stimme. Genauso. Der im Käfig? Doc. Ich musste ihn einsperren. Er gehorcht mir nicht. Oh Mann, was ist hier nur los? Oh oh. Ein Terminal. Verkaufsautomateninstallation. Hab heute das Aufstehen der Straßenverkaufsautomaten überwacht. Alle funktionieren. Hauptsächlich, weil die Casino-Truppe sich darum gekümmert hat. Hab letztendlich beim Chef über die Automaten beschwert. Die sind wie Firmenläden. Die kriegen nur ein paar Casino-Chips mit unserem Lohn. Also können wir da kaum was kaufen. Chef meint, er weiß nicht, ob das mit den Chips Sinclairs Idee war. Wir sollten ihm sofort Bescheid geben, wenn es Probleme mit den Automaten gibt. Suchen und beschlagnahmen. Nach noch einer Diskussion mit dem Puesta del Sol Team sagte dem was? Nach noch einer Diskussion mit dem Puesta del Sol Team sagte dem Chef, dass es hart wird, die Verbote durchzusetzen. Erst recht das Durchsuchen. Der Chef hatte nur die Gala im Sinn, sagte. Für Sinclair habe der Bau der Villa höhere Priorität als die Bauarbeiten nach Alkohol und Medikamenten zu durchsuchen, solange sie keinen der Gäste oder sich gegenseitig verletzen. Ich habe mich aufgeregt, Chef auch. Sagte, ich soll ein bisschen spazieren gehen, um wieder runterzukommen. Die ganze Sache stinkt. Der Chef hat kaum Zeit für mich. Drückt Sinclair bei der Villa jetzt ein Auge zu, weil sein Freund den Laden schmeißt? Keine Strafzette mehr. Ein Gutes hat dieser Auftrag immerhin. Muss keine Strafzette für Falschparken mehr schreiben. Sinclair hat die Straßen so eng bauen lassen, dass Autos gar nicht in die Villa fahren können. Angesichts der Rohstofflage will er vielleicht nicht, dass die Leute, die hierher kommen, Benzin verschwenden. Reduziert auch den Verkehrslärm. Der Chef meint, es sei nicht nur das, sondern dass Sinclair möchte, dass die Villa abgeschieden ist. Mir egal. Solange ich mir keine Sorgen um Snobs machen muss, die in zweiter Reihe parken oder am Chrysler-Benzinfresser, die die Straßen verstopfen, frage mich allerdings, wie die Leute sonst hierher kommen sollen. Sind schon extreme Maßnahmen, sogar für Ungestörtheit. Das ist allerdings wahr. Und ich weiß nicht, wo das Ding ist. Altmetall. Oh Gott, oh Gott. Okay. Interessant. Altmetall. Eine Dose. Aktenschrank. Mit ein paar Chips wieder. Okay, hier ist nichts. Staubsauger. Noch mehr Aktenschränke. Ich sagte, wir werden viel mit Crafting machen müssen. Echt. Okay, wo gehen wir zuerst rein? Hier? Ja, weil das ein Raum ist nur. Oh, na toll. Okay, Abraxo-Putzmittel kann man bestimmt auch gebrauchen. Noch mehr Alkohol. Und weiter hier hin. Da geht's weiter. Okay, perfekt. Eine Tasse. Oh oh. Ah, da ist eins. Das bin ich. Da, am Tisch. Die Disk. Meine Stimme. Ich kann kein Risiko eingehen. Sie könnten auch ein Opfer sein. Ich kann es nicht zulassen, dass Sie Doc rauslassen. Nein, noch nicht. Wenn Sie der sind, der ich glaube,
wollen sie Doc holen und ihn benutzen, um andere hierher zu locken. Jetzt werde ich sie und ihren Pip-Boy benutzen. Sie sind schlau. Der Schlüssel zu Docs Käfig ist einfach. Bringen Sie meine Stimme zum oberen Käfig. Lassen Sie mich mit der Bestie darin sprechen. Dann können wir beide miteinander reden. Okay. Gehen wir also wieder hoch. So, hier, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wir haben jetzt auch schon viel eingesammelt hier, würde ich mal behaupten. So. Was ich sehr gut finde, weil das bedeutet, dass wir vielleicht sogar auch hier mächtig werden können. So hungrig. So, und ich denke mal, das sprechen lassen heißt, ich soll dieses Ding abspielen, ne? Doch. Wen haben wir denn hier? Sie sind nicht der, den ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Aber auch wenn Sie es nicht sind, Sie können Befehlen folgen. Gut. Sie können kein Idiot sein, wenn Sie herausgefunden haben, wie man mich aus meinem Käfig befreien kann. Oder vielleicht sind Sie es doch. Mit Ihren Leinen um Arm und Hals. Und wir mit unseren Halsbändern und Fesseln. Wir könnten verwandt sein. Was ist mit deiner Stimme passiert? Ich bin die Stimme der Vernunft. Manchmal schlafe ich unten im Keller im Käfig. Da ich jetzt wach bin, geht Doc zurück in den Käfig. Doc weiß, dass ich hier bin, kann aber nichts dagegen tun. Ich bin sein Gewissen. Man muss ihn zähmen, damit er uns nicht verletzt. Ich sitze hier schon seit einiger Zeit fest. Dann kommen Sie und lassen mich heraus. Sie haben meinen Käfig nicht grundlos geöffnet. Warum? Ach du Kacke. Die Hirnschädigung bei Supermutanten ist üblicherweise das Ergebnis von exzessiven Stealth-Boy-Gebrauch. Sie leiden unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Irgendein Trauma hat das verursacht. Das denke ich eher. Trauma. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehen Sie die Wunden, die seine Haut übersäen? Die Bärenfalle an seinem Arm. Er hat seine Hand selber hineingesteckt. Der in seine Brust geritzte Name erinnert ihn daran, wer er ist. Fügt sich Schmerzen zu, damit ich ruhig bin. Dabei versuche ich doch nur... Er schneidet und verletzt mich. Versucht sogar, mich zu ermorden. Er wird es nicht schaffen. Er macht mich nur noch wütender. Doc ist die Bestie. Wir tauschen einfach die Käfige, wie den hier. Ich habe nach jemandem mit demselben Halsband wie meines gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Es ist in der Nähe. Näher, als mir lieb wäre. Doc denkt viel nach, muss denken, bevor er isst, kauen, bevor er schluckt. Da ist er eigen. Jetzt ist das Halsband ein Teil von mir. Ich fühle seinen elektronischen Herzschlag tief in mir brennen. Wie früher. Es war kalt und schwer, bevor ich in den Käfig gegangen bin. Jetzt sind sie hier und es zieht an mir wie eine Hundeleine. Interessant. Sollte das Halsband in ihnen aktiv sein, muss es jemand anderes gewesen sein, der es aktiviert hat. Ach ja? Trotzdem hat es sie zu mir geführt. Und jetzt sind sie hier und es brennt mir ein Loch in die Eingeweide. Vielleicht ruft es seinen Besitzer. Wie zum Teufel haben Sie, oder wer auch immer, eines dieser Halsbänder gegessen? Sie trennen sich ab. Dann sehen sie wie Red-Skorpione aus. Und wenn sie an warmes, rotes Nackenfleisch befestigt werden, da kümmert es nicht, was sich an dem Körper befindet, den er zerquetscht. Er wird ihn verdrehen und zerteilen, bis er satt ist. Doc kann nichts dafür. Hungrig, gierig. Jetzt ist das Halsband in ihm und wieder aktiv. Wir sitzen hier in der Falle, bis es wieder kalt ist. Vielleicht sollten Sie damit aufhören, all diese alte Weltgeräte in sich hineinzustopfen. Ich habe keine Wahl. Manchmal gewinnt der Instinkt die Oberhand, dann gehe ich in den Käfig. So kann ich meine Neugierde befriedigen. Schließlich konnten Sie sich das Halsband auch nicht aussuchen.
Vielleicht war es ihre Neugierde, die dazu geführt hat, dass sie es angelegt haben. Auf keinen Fall. Ich hätte andere Fragen. Natürlich haben sie Fragen. Und ich auch. Sie haben sich wohl kaum selbst eingeschlossen, ohne Schlüssel zum Wiederauskommen. Der Schlüssel? Na, das ist der alte Mann, der uns hierher gebracht hat. Ich habe den Schlüssel an mir versteckt, damit Dog nichts erfährt. Der alte Mann muss einfach auftauchen, damit ich mit ihm sprechen kann. Wenn Dog die Kontrolle gehabt hätte, als der alte Mann kam, er hätte wie immer seinen Befehlen gehorcht. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn du den Schlüssel da drin hast, kann der alte Mann Dog befehlen, den Käfig zu öffnen? Dog gehorcht, ja. Warum? Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt zum alten Mann aufzunehmen? Ja, ich kann seine Stimme abspielen. Ich habe ein Audiolog von ihm auf meinem Pip-Boy. Sie spielen nicht. Falls doch, finde ich einen Weg aus diesem Käfig und bereite ihnen ein Ende. Ich ermorde sie, zerquetsche ihre Arme und... Auf Wiedersehen, wer auch immer Sie sind. Ich werde Doc aus dem Käfig lassen. Nein, nein, nein nicht. Dafür werde ich Sie noch leiden lassen. Das verspreche ich. Auch wenn es vielleicht keine Rolle mehr spielt, so vermute ich trotzdem, dass das Sierra Madre für jemanden wie Sie nicht Lohn genug sein wird. Spiele Elijahs Tumbadat. Meister, Doc nicht gehört, dass du reinkommst. Zu hungrig. Jetzt an der Käfigtür? Meister, Doc hört zu jetzt, wo du da bist und dich hören Hunger egal. Jetzt, wo du wach bist, will Meister, dass du zuhörst, Doc. Meister, Doc ist hier. Was will Meister? Doc, du hast den Schlüssel bei dir. Finde ihn und gib ihn mir. Doc hat kein... Da ist er. Doc wusste nicht, dass er da ist. Wie kam er dahin? Gib mir einfach den Schlüssel. Du willst auch aus dem Käfig raus. Ja, Meister. Meister klingt anders. Leiser. Meister... Doc will nicht mehr im Käfig sein. Doc wird diesmal gut sein. Doc verspricht es. Na gut, los, folge mir. Ja, Meister. Doc hat lange gewartet. Hat dir viele Menschen gebracht. Doc wird folgen. Okay, Doc gewährt ihm den Vorzug von seinem Heißhunger. Geistervolk, nimm dich in Acht. Wow. Du bist die nette Stimme. Lieb zu Dog. Du machst die andere Stimme leise. Ich habe Befehle für dich. Du weißt schon, geh, Platz und so weiter. Ich habe einige Fragen an dich. Ja, Meister. Kannst du mir sagen, wie du zum Sierra Madre gekommen bist? Hier? Bin Stimme in der Luft gefolgt. Dann hierher. Hier, solange erinnern kann. Mag diesen Ort nicht. Manchmal schwer, Fressen zu finden. Besser als der Käfig. Doc mag nicht eingesperrt sein. Stimme in Luft hat nichts über Käfig und nichts zu essen gesagt. Stimme in der Luft? Doc hört viele Stimmen. Eine in der Luft. Die andere... Und Meister. Meister ist am nettesten. Manchmal böse, wütend. Aber füttert Doc. Meister war lange ruhig, bis Doc ihn an deinem Arm gehört. Hast du ihn gegessen? Auch Doc hat Hunger. Wenn hungrig, wird die Stimme wütend. Ich will mehr über deinen Meister wissen. Er kümmert sich um Doc. Er sagt Doc, was er zu tun hat. Hat Doc befohlen, hierher zu kommen. Hat Leuten Halsbänder angelegt. Manchmal kämpfen Leute. Doc hält sie bis ganz still. Kein Krach mehr. Wenn Halsbänder nicht passen oder zu leise, suche andere für Meister. Meister lässt andere Stimme verstummen. Die andere Stimme hasst Meister. Doc fühlt es. Stimme von Meister ist wie Schmerz. Schützt Doc. Wo ist dein Halsband? Verloren. Hatte Hunger. Hat andere Stimme wütend gemacht. Wütender als jemals zuvor. So wütend, dass Doc eingesperrt wurde. Was ist die andere Stimme? Andere Stimme. Nicht aufwecken. Wenn Stimme aufwacht, schläft Doc ein. Und Stimme klettert in Docs Kopf.
Die Stimme hält Doc fest, wirft ihn in Käfige und sperrt ihn ein. Weißt du, wie man ihn aufweckt? Manchmal, wenn Doc müde wird oder zu viel isst, satt ist. Manchmal, wenn Doc in Käfig geht, wacht die Stimme auf. Die Stimme sperrt Doc ein. Wenn sie aufwacht, versucht immer Doc von Fressen fernzuhalten. Auch in Käfig, wo du mich gefunden. Dann kam Meister. Ich habe noch mehr Fragen für dich. Zu viel reden tut Doc weh im Kopf. Wird hungrig. Hast du mich hierher gebracht? Doc apportiert, hat dich hergezogen. Doc denkt, du dich nicht wehren wie andere. Falle macht dich schlafen, macht deine Stimme gehen in Käfig. Doc folgt Befehlen, hat versucht, so viele zu fangen, wie er kann. Kann die anderen fressen, aber dich nicht fressen. Meister sprechen durch dich, wie Stimme in Doc. Doc hat gefehlt, Hörnmeister. Nicht Hörnmeister lange Zeit. Kennst du den Weg zurück? Kann Weg zurück finden, wenn Meister dich gehen lässt. Wenn nicht will, dass du gehst, macht der Kopf sprühenrot. Dann muss Doc einen anderen finden. Gehen? Geh durch Tor. Geh. Schwer Weg zu finden. Doc kann es. Zu schwer für die meisten herzukommen. Darum so ruhig auf den Straßen. Könnte ich wieder zurückfinden? Vielleicht. Nicht sicher, dass du wieder zurückfindest, wenn du gehst. Doc muss manchmal schnüffeln und Weg zurück suchen. Wolke bewegt weiter. Ist okay. Niemand geht je weg, außer Doc. Und Doc will nicht weg. Du hier, bis Meister dich gehen lässt. Ja. Kannst du mir noch mehr über die andere Stimme in deinem Kopf erzählen? Weiß nicht, wo andere Stimme herkommt. Will, dass sie verschwindet. Versucht immer, Doc aufzuhalten, Doc einzusperren. Stimme begann vor kurzem zu sprechen. Doc glaubt, war immer da. Hat zu sprechen begonnen, als Meister erschien. Lässt Doc einschlafen, in Käfig. Stimme hasst Meister. Ist okay. Stimme versteckt sich, wenn Meister da. Wird leise. Beobachtet Meister. Doc glaubt, Stimme hat Angst vor Meister. Scheint, als würde dich der Meister gut behandeln. Meister füttert Doc immer, wenn nicht in Käfig. Meister lässt Doc machen, was er will. Nicht wie andere Stimme in Käfig. Wütend auf Doc, schreit! Ich habe noch andere Fragen an dich. Doc wird müde, Meister. Wann wird Doc gefüttert? Ja, diese Narben auf deinem Körper, woher hast du die? Ja, Schizophrenie, sag ich nur. Habe mich selbst verletzt. Durch Schmerz geht die Stimme weg. Sie mag keine Schmerzen. Auch Doc mag keine Schmerzen. Aber Stimme weg. Darum verletzt sich Doc, bis Stimme stirbt. Wenn Doc genug verletzt, Stimme geht weg. Und bleibt weg. Hast du deshalb diese Bärenfalle an deinem Arm? Doc hat Hand reingelegt. Tut weh. Stimme verschwand. Geht jetzt aber nicht mehr weg. Will sie nicht weg. Durch Schmerz schläft Stimme. Blutet. Hält auch andere ruhig. Doc schlägt sie mit Metallbärenzähnen, bis Stimmen verschwinden und die Stimme von Meister zurückkehrt. Okay. Ich habe Befehle für dich. Hörst du das genug? Ja, Meister. Und ich will sagen, damit machen wir einen Cut. Bis dahin.